bereit du es bist. Ach so. Der ist toll, der Film. Guck ich mir noch an. Du hast mich. Ja, jetzt hast du mich verschoben. Jetzt muss ich wieder rauswechseln. Wieder. Jetzt hört ich das. Hallo und herzlich willkommen zum Minecraft-WG. Was ist los? Ihr seht, die Fee ist wieder dabei. Sie ist wieder gesundet. Die Voice hat mal wieder einen neuen Skin. Ich weiß nicht, was es ist, aber... Ninja! Karate-Kid-Ninja, alles klar. Und wir haben einen Gast dabei, und zwar... eigentlich haben wir keinen Gast dabei. Also, es ist kompliziert. Also er ist der Ersatz für Mief. Aber auch gleichzeitig Gast. Genau, es ist Hallo. Es ist der Benny, der macht auch mit dem Mief Steve auf seinen Kanal irgendwas, so ein Gedöns halt. Irgendein Zeugs, ist nichts Wichtiges. So ein Zeugs. Der Steven, oh, hol daher. Der Steven kann leider nicht, deswegen ist der Benny gekommen und macht jetzt mit uns mit. Ich muss mal hier gerade noch was drücken, habe ich vergessen. Ich mag gerade das Bild, vor mir stehen zwei Frauen. Ey. Magst du das Bild, Frau Schlägig mit Knochen? Aber, Moment. Die eine hat einen Knochen, ich würde auch passen. Ja, also was ich noch sagen wollte, also er ist Ersatz für Steven eigentlich, ne? So, weil kennen sich und so. Und mein Gast hat mich versetzt, deswegen ist er gleichzeitig auch Gast. Ja. Also, ja, stimmt, also ihr könnt das nicht machen, ne? Einfach dem Rather sagen, ich möchte Gast sein und dann nicht kommen. Weil dann, das Schlimme ist ja nicht, dass wir nicht nur einen Gast, also dass wir dann keinen Gast haben, sondern dass derjenige oder dass ihr dann einem anderen die Chance nehmt, da vielleicht dabei zu sein. Genau. Und das finde ich so schlimm. Zumal das jetzt das zweite Mal ist, dass wir über Facebook ausgerufen haben, sich etliche Leute gemeldet haben und wir jetzt zum zweiten Mal versetzt worden sind. Ich glaube, das mit dem Facebook macht überhaupt keinen Sinn. Ja, dann frage ich mich gar nicht nach Gästen. Dann machen wir es wieder anders. Egal. Ja, machen wir es wieder ohne Gast. Aber dann ist es natürlich ein Nachteil für die Leute, die schon total lange versuchen, Gast zu werden und dann, ne? Genau. Also ich kann das auch wieder machen wie in Staffel 2, dass ich berühmte Gäste einfach reinhole, weil die kommen in der Regel, wenn sie dazu sagen. Die kommen wenigstens, richtig. Ja. Aber wenn wir also weitermachen sollen, dass ihr Chance habt, Gast zu sein, wenn wir das weitermachen sollen, dann kommt bitte auch und, ja. Es war übrigens einer, den du kennst, ja. Fee, der sich Gast werden wollte. Was, echt? Ja, glaube ich. Also er kennt dich zumindest. Jetzt weiß ich seinen Namen gerade nicht mehr. Den erwähnen wir jetzt nicht, weil das zu böse wäre, ihn jetzt hier bloßzustellen. Kannst du mir nachher in der Pause sagen? Ja, also zumindest kennt er dich. Ja, ob du ihn jetzt kennst, weiß ich, glaube schon. Ja, wer kennt mich nicht? Bitte. Naja. So ein paar gibt's da vielleicht noch. So, du kannst dich erstmal ausrüsten. Du weißt ja, wo unsere Sachen sind. Hoffe ich. Pi mal Daumen irgendwo im Kleinen. Nein, ja. Ich meine, wer hier die Minecraft-WG guckt, ist schwer, mich da nicht zu kennen. Ja, das ist wohl wahr. Ja. Was ich aber der guckt halt die. Warte, der guckt halt die Minecraft-WG, weil er erst dich geguckt hat. Also das ist mal der umgekehrte Weg. Das dann werde ich mir den mal vorknöpfen. So, ja, was wolltest du sagen? Was ich übrigens immer lustig finde, ich lese ja eure Kommentare, ich finde es immer wieder lustig, Kommentare zu lesen. Ja, und da wird gut, halt, ne? So oft gefragt, so, wie kann ich Gast werden? Und meine einzige Antwort ist da immer eigentlich über Facebook, aber wenn ihr das jetzt irgendwie abstellt, ist natürlich auch doof. Wir haben es ja gar nicht so oft über Facebook gemacht. Ich glaube, das war jetzt das dritte oder vierte Mal. Okay, dann habe ich jedes Mal, wenn ich geguckt habe, die Abfrage über Facebook. So, ich mache jetzt mal was. Ich habe jetzt gerade spontan eine Idee. Wer als nächstes Gast werden will, ja, das mache ich jetzt ganz, ganz einfach, schreibt... Nein, pass auf. Ich gucke einfach, wer in den nächsten Tagen, also von heute an, heute ist dann Mittwoch, die Aufnahme kommt Mittwoch, genau, wer von heute an bis Sonntag unter den Folgen die meisten vernünftigen Kommentare geschrieben hat, der wird Gast. Damit provozierst du einen Haufen trotzdem erster Kommentare und so weiter und so fort, oder? Die schreiben dahin erster nützlich. Ja, und dann ist genau das... Dann werden sie nicht genommen. Dann werden sie nicht genommen, fertig. Ja. Also keine Trollkommentare, sondern nützliche Kommentare zählen. Wenn ein Trollkommentar dazwischen ist, fliegst du gleich ganz raus aus der Liste, fertig. Und wenn es dann keinen Gast gibt, gibt es halt keinen Gast, wenn keiner was Ordentliches macht. Fertig. Das probieren wir jetzt einfach mal aus, einmal so. Dann bin ich Gast. Das kann schon gut sein, oder ich? Ich bin mein eigener Gast. Gehen wir erstmal ins Bett, würde ich sagen, oder? Gerade sagen, ja. Baue an meiner Rattenlaufbahn weiter. Du darfst Mief sein Bett benutzen, Benny. Das finde ich sehr freundlich, aber das heißt, du darfst Miefs Bett benutzen. Das kann sein, dass es mieft, aber. Das ist ja gewohnt. Also, wenn ihr Benny mal öfter sehen wollt, übrigens, ist er auch auf dem Kanal.
Du kannst ja mal erzählen, was du auf Bennys Kanal machst. Auf Bennys Kanal. Da sind Monster nearby. Was du auf Stevens Kanal machst, wollte ich sagen. Kannst ja mal erzählen. Ich muss eben Monster töten, bevor ich schlafen kann. Stirb! Skelett! So, jetzt komme ich. Jetzt lass den Benny doch auch mal reden. Du, ich habe gar keinen Zeitdruck. Ich werde beobachtet. Benny hat gar keinen Druck. Okay, Benny, dann erzähl mal. Ich mache mit dem Steven zusammen auch Let's Plays, beziehungsweise zurzeit ist das einzige gemeinsame Projekt, was wir haben, Minecraft und Community Gaming, was ab und zu jetzt anläuft. Und demnächst kommen dann auch ein paar Einzelprojekte von mir alleine. Und ja, also größtenteils Let's Plays werden da erstmal erscheinen. Und ja, mal sehen, was sich noch so ergibt. Aber die landen bei Steven am Kanal, nicht auf deinem eigenen, oder wie? Die landen bei Steven auf dem Kanal, genau, weil ich leider zu lange brauche, für irgendetwas hochzuladen. Das ist ein bisschen doof. Aber so ist es ja auch ganz in Ordnung. Du machst das ganz gut, deine Antwort, weil das haben wir ja gerade schon mal gefragt. Du könntest ja natürlich wieder so antworten, wie du das weißt du doch, aber naja, passt schon. Das wäre ja zu einfach. Ja, ich weiß, was ich machen wollte, so. Irgendwie ist das viel schwieriger, sich hier zu orientieren, wenn man hier selber ist, als anstatt wenn man zuguckt. Ja. Das hättest du dir überlegen müssen, bevor du hier hingekommen bist. Jetzt musst du mit der Misere leben. Ja, aber eigentlich, nein! Eigentlich war er nur im TS, um Bescheid zu sagen, dass der Steven nicht kann. Und dann hast du gesagt, dann komm du doch einfach hier. Ja, jetzt hat er mich... Jetzt kommst du nicht mehr weg. Bleibst jetzt hier. Was mich aber zu der Sache führt, dass ich von Steven mal die Handynummer brauche oder sowas. Naja, müssen wir mit ihm klären. Ja, das ist gut möglich. Ja, dann wäre das vielleicht einfacher. Ich stand gerade unten in der Küche und hab nur darauf gewartet und dachte, oh, jetzt ruft der Rather bestimmt vorsichtshalber gleich an und sagt, wo bleibst du? Nein, nein, du hast Voice gesagt, dass du kommst, das reicht mir. Ja, richtig. Ach so, gut. Hab das weitergegeben. Oh, du bist so lieb, ich hab dich so lieb, Voice. Ja. No homo. Mädchen dürfen das. Mädchen dürfen das immer, genau. Bei Mädchen ist das auch süß, wenn die sich lieb haben. Ja, weil, aber nur weil die... Ah, Creeper! Nur weil die Männer sich das gerne angucken. Ja, ja. Wenn... Yeah. Scheiß Creeper. So, der Creeper ist schuld. Ja, der Creeper ist schuld. Der Creeper ist schuld, dass ich Mädchen... Ah, Enderman! Und der Enderman. Der Enderman ist schuld. So, ich werde mal hier ein, Minecraft macht ihr zusammen. Okay, ja. Wir stellen dir jetzt Fragen, als wärst du ein normaler Gast zwischendurch, ne? Kann ja, also immer mal wieder so ein bisschen. Ja, das ist null Problem. Ich bin ja sozusagen auch ein Gast in dem Sinne, nur dass ich halt ein Ersatz für Steven bin, aber halt nur einmalig. Du bist nur ein billiger Ersatz, eine billige Kopie! Billig würde ich jetzt nicht sagen. Kostet uns nämlich. Gut gekontert. Billig würde ich jetzt nicht sagen. Alter, wie stellt man das denn her hier? Jemand es einfach tut. Ja, hätte ich jetzt auch irgendwie gesagt. Okay, dann fangen Learning wir mit den Advanced elektrischen Zirkuliten an. Dann brauchen wir erstmal normale Zirkulite. Zirkuliten? Die hatte ich, als ich 12 war. Und dann hat man mir sie auch rausoperiert. Echt? Nee. Ich wurde noch nie operiert. Doch einmal Zähne. Redstone, Refined Eisen. Zähne. Haben wir kein Refined Eisen? Guck mal. Müsste eigentlich was da sein, weil wir haben doch bei unserer Reparaturaktion einiges gebraucht an Refined Eisen. Ich habe Refined Möhren in meinem Bauch. Wir haben Refined Iron 12-mal. Ja, ich stelle oben gerade Neues her. Ja, ich kann auch, stelle gerade Neues her, hier oben war noch Iron und das drin. Passt schon. So. Na gut. Mach halt. Wenn du nicht willst. Wenn ich nicht will. Also, Benny, du kommst auch aus dem Norden, nehme ich dann an, ja? Richtig, ich komme gar nicht weit davon entfernt, wo Steven auch wohnt. Also, wir wohnen eigentlich sozusagen... Okay, das Örtchen ist jetzt nicht so groß, also könnte man sagen, wir wohnen quasi um die Ecke. Im Norden also. Im Norden. Im Norden um die Ecke. Komm, ich bring dich mal eben durch um die Ecke. Um die Ecke. Durch die Ecke. Also, der Norden ist ja jetzt nicht so groß. Also Maschinenblock. Ein paar Städte, die da sind, das ist ja jetzt ist nur der Norden. Los, der Norden ist der Norden. Der Norden ist der Norden, ist der Norden, bleibt der Norden. Was? Yeah. Ja. Ich erkunde gerade so ein bisschen die Welt, also nicht wundern, wenn ich mal ein bisschen stiller bin. Ich bin verwirrt. Wo bin ich hier? Belauf dich nicht. La, 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 la. Ich höre einen Schleim.
Ah. Oh nein. Das ist ja ekelhaft. Ja. Immer die Nase putzen, Reusi. Oh Gott, er ist in meiner Nase. Lauf! Der Schleim des Grauens. Oh, ja. Jetzt in HD. Dam, dam, dam. Und auch in 3D. Oh nein, er kommt aus dem Bild. Und in 4D. I, dann riecht das. Dann riecht das, ja. Das ist eklig. 4D ist, mit Geruchssinn. Etwas, was ich nie haben will. Aber das Geilste war, ja, habt ihr das mitgekriegt oder habt ihr darüber schon geredet am 1. April, was Google gemacht hat? Ach, Google Knows! Google Knows! Oh, das war so geil! Ich will nicht wissen, wie viele, die haben das bestimmt aufgezeichnet, wie viele Millionen von Leuten das tatsächlich probieren. Ich habe persönlich Abraham Lincoln gerochen, aber nur, weil ich mich drüber lustig gemacht habe. Interessant. Das war so geil. Ja, Google Knows, da konntest du eingeben, irgendwie so, also Google hat dann tatsächlich auch ein krasses Video dazu gemacht. Ja. So richtig professionell mit, ja, ist jetzt ganz neu, können Sie sich das nicht vorstellen, dass man endlich mal auch Sachen riechen kann und so und man muss sie dann nur eingeben und dann kommt von dem Monitor so eine Art, weiß ich nicht, irgendwie, der stößt irgendwas aus und dann dadurch kannst du dann irgendwas riechen. Da ist ein gewisser Ton im Hintergrund gewesen und ja. Der soll durch Ultraschallwellen irgendwelche Sachen in deinem Gehirn verändern, so dass du dann irgendwas riechen kannst. Ja, das haben die richtig gut aufgezogen, ey. Ja, das Schlimme ist, Fee, unser Luca war auf dem Test und hat gesagt, das funktioniert voll, Boys, mach das mal. Nein! Und dann hang ich vom PC so, das funktioniert überhaupt nicht. Und du hast es wirklich gemacht, auch Boys, bist du blöd. Ich weiß, aber fall auf sowas immer ganz schnell rein, um ehrlich zu sein. Oh, süß. Nee, Aki und ich haben das gesehen, als er war ja bei mir über Ostern und er hat das nur gesehen und meinte so, guck mal, wie geil, Aprilscherz von Google. Und YouTube hat ja auch einen Aprilscherz gemacht, der war ja total doof. Dass die abschalten oder sowas, ja, war das? Das war unlustig. Es ist Zeit, nach 10 Jahren mal den Gewinner zu küren? Ja, bestimmt. Ihr seid so witzig. Ach ja. Aber ich fand's witzig. Also ich habe ordentlich gelacht an dem Tag. Vor allen Dingen will ich nicht wissen, wie viele Leute das tatsächlich gemacht haben. Also, so ernsthaft. Schön. Ich habe keine Apple-Tests mitgekriegt. Ich war aber auch im ersten Pool nicht zu Hause. Mag daran liegen. Das kann natürlich sein, ja. Ich habe den 1. April auch erst irgendwie 5 Tage später gesehen. Erst hinterher gesehen, genau. Ich habe eine Spinne gehört. Egal. Macht da jemand mit Spinnen rum? Ja. Ew. Nein. Spinne! Ich spinne! Ja. Dann machen wir alle mit Spinnen rum. Wir sind alle Spinner. 2 und 3. Das muss ich. Oh Mann. Das muss ich. Oh, ich muss Bronze herstellen. Ich hasse Bronze. War nicht Bronze? Ich hab jetzt Bronze, ist egal. Hab ich schnell hergestellt. Was brauchen wir hiervon? Machen wir mal 3, dann machen wir 8 Stück. Machen wir 10, müsste reichen. So, weiter geht's im Programm. Warum stelle ich eigentlich so mal komplizierte Sachen her? Kann mir das mal jemand verraten? Wie macht man nochmal Advanced Alloy? Ah, man steckt in den Kompressor Mixed Metal. Okay. Boah, machen wir das mal. Kompressor. Wo ist denn unser Kompressor? Da ist er doch. So, der kompresst jetzt erstmal. Dann muss ich erstmal die Oberglocke reinhauen. Einen lassen wir hier. Ach ja. So, hier Oberglock mal ein bisschen. Boing. So, jetzt brauche ich das da. Ach, Kacke. So, Benni, hast du dich jetzt entschlossen, was du machst? Ja. Ihr habt kein Holz. Nee, Holz haben wir nicht. Was brauchst du? Musst du farmen gehen. Viel Spaß. Schon hast du eine sinnvolle Aufgabe. Ja, ich merke schon. Wo sind Werkzeuge? Stelle welche her. Ja, ansonsten guck mal in der Gastkiste. Da ist auch ganz viel Werkzeug drin. So, das brutzelt. Das brauchen wir ja noch. Ich hab's gleich gefunden. Ich muss hier rechts. Wir brauchen noch mehr Advanced Alloy. Das reicht nicht. Da muss ich noch mal Bronze herstellen. Oh, das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Ja. Das wird nicht reichen, wird das nicht. Sehr schrecklich. Ja, es ist schrecklich.